Das ist beispielsweise eine Geschichte, an der wir immer noch dran sind. Ein Junge fällt vom Mangobaum, das ist die sogenannte Mango-Disease. Kleine Kinder gehen dann auf die Bäume und fallen runter und er bricht sich ein Bein und die Familie hat keine Möglichkeiten, das vernünftig zu behandeln. Das Bein wächst so zusammen und wir wurden gerufen. Wir sind ja nun kein in dem Sinne Gesundheitshilfswerk oder so, aber wir sind trotzdem in der Lage gewesen für diesen einen Jungen. Viele würden sagen, wäre das viele Geld, was jetzt für den ausgegeben wurde, nicht besser in ein Krankenhaus angelegt oder irgendwie sowas. Aber dieser eine Junge zumindest konnte jetzt speziell, weil ich mich auch speziell darum gekümmert habe, geholfen werden und sein Bein musste nicht amputiert werden, ist wieder in der Lage, zur Schule zu gehen und ein vernünftiges Leben zu führen. Das ist jetzt ganz konkret eine Sache, wo der Heilungsprozess noch läuft und wo wir einfach sehen, vom Anfang bis zum Ende ist das gut gelaufen. Das ist ein sehr individuelles Projekt und weiterhin gibt es größere Projekte, die wir unterstützen. Beispielsweise, obwohl das immer noch im geringeren Rahmen ist, eine Berufsschule mit nur ungefähr 20 Schülern am Ende der Welt. Am Ende der Welt, mitten in Simbabwe, 50 Kilometer von irgendeiner Stadt oder Dorf entfernt. Angeschlossen an eine katholische Mission. 20 Kinder oder Jugendliche, die dort eine Ausbildung bekommen. Immer ist ein Mädchen dabei, die auch dort, das Maurerhandwerk lernt, als große Ausnahme. Und diese fertigen Schüler, die Ausbildung dauert 1 bis 2 Jahre, sind dann in der Lage, jetzt nicht in etablierten Maurerfirmen, aber zumindest individuell ihr Leben zu gestalten und auch im informellen Sektor, das heißt nicht jetzt irgendwo angestellt zu werden, aber zumindest spontan auch angeworben zu werden, ihr Leben zu fristen. Immerhin 80% von ihnen und das ist enorm. Und das Letzte ist eine informelle Schule. In Simbabwe gibt es ja Landbesetzung von Farmen. Diese Farmen werden in aller Regel nicht mehr bewirtschaftet. Das heißt, die Landarbeiter sind dann arbeitslos und vor allen Dingen in diesem Speckgürtel um Harare herum ist das der Fall, dass dort durch eine verfehlte staatliche Politik enorm viel Armut kreiert wurde. Dort unterstützen wir eine informelle Schule, wo über 250 Kinder auf das Examen vorbereitet werden. Auf Englisch heißt es O-Level und A-Level. Ich kann dir garantieren, jeder Zweite wäre ein Straßenkind in Harare. Und jedes zweite Mädchen wäre eine Prostituierte in Harare. Und das, wenn ich Projektbesuch mache, dann gucke ich mir die an und denke, Mensch, das hat hier was geholfen und hat gewirkt. Und den Menschen wird es besser gehen und ihnen ist, sagen wir mal, der Weg aus dieser krassen Armut geebnet worden. Ich war ja auch in Ghana 3 Jahre und habe dort, ein Stück weit Armut auch erlebt. Ich habe 3 Jahre als ältester Sohn eines Clans in einem entlegenen Dorf gelebt und hatte 3 Jahre eben kein fließend Wasser und keinen Strom und habe die Krankheiten geteilt, habe auf den Feldern gearbeitet, und war teilweise auch Autoritätsperson dann gegenüber meinen jüngeren afrikanischen Geschwistern und konnte so ein bisschen an den Wurzeln knabbern, was eigentlich afrikanisches Leben auch bedeutet. Welche Würde auch es ausstrahlt, trotz dieser Armut, die da ist. Und die Menschen hatten sicherlich weniger als $1 am Tag. Ja? Und das befehle ich mich jetzt auch so ein bisschen, wo ich jetzt doch schon auf der anderen Seite sitze und in der Lage bin, eben bestimmten Projekten was zu leisten. Aber das bestimmt mein Leben mit, ja? Dass es eben nicht darum geht, und das ist die Botschaft, die ich auch mitnehme, aus Arm reich zu machen. Das können wir nicht. Wir können nicht verarmten Menschen jetzt zu Reichtum verhelfen oder so, sondern wir können ihnen helfen, Defizite, auch strukturelle Defizite, die da sind, die staatlicherseits da sind beispielsweise, indem es keine vernünftige Gesundheitsvorsorge, keine vernünftige Bildung gibt, keine vernünftigen anderen Sicherheitsstrukturen gibt, die nicht zur Unterdrückung da sind, dass den Menschen geholfen wird, diese fehlenden Dienste
aufzunehmen und positiv zu verwerten. Ja? Aber man sagt häufig so, wir gehen jetzt zu den Armen und helfen oder so. Ne? Das ist gar nicht so in dem Sinne, sondern es sind ganz starke Menschen, ja, die aber auch ein verdammtes Menschenrecht haben, vernünftig, gut, würdevoll zu leben. Und dabei kann man helfen. Und das kann man in Afrika machen und auch sehr gut in Deutschland.